Viele Abonnenten von mir fragen mich nach meinem Ladeverhalten. Und es sind doch jetzt einige Anfragen gekommen, was mich jetzt dazu veranlasst hat, einen Jahresrückblick nochmal hier zu starten. Ja, wie ist mein Ladeverhalten jetzt nach einem Jahr Elektroauto fahren? Ich würde jetzt auch mal sagen, nicht Tesla fahren, sondern ich denke, das kann man auf alle Elektrofahrzeuge jetzt auch ummünzen. Und was ich direkt sagen kann, ist, das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert und da war ich mir nicht sicher. Da ging es in erster Linie eben mal um dieses Schnellladenetzwerk auf den Autobahnen in erster Linie mal. Da muss ich ganz klar sagen, ich würde zu diesen Schnellladern würde ich Reichweitenverlängerer sagen, die man im Prinzip als Vertreter oder vielleicht als Urlaubsreisender benötigt. Ansonsten sind diese Schnelllader nicht nötig, also zumindest sind die für mich nicht nötig. Und ich habe jetzt tatsächlich mal durchgezählt und auch, es wird ja alles dokumentiert und aufgeschrieben bei Tesla, wenn man an den Supercharger geht, habe ich da mal gezählt. Und ich war auch, vor einem Jahr waren die Ionities ja noch nicht so teuer, da war ich auch an 2, 3 Ionities mal. Bin also in der Summe auf 25 Mal Schnellladen gekommen. Nicht mehr und nicht weniger, ja. Also 25 Mal Schnellladen. Und das war es dann schon. Und da reden wir vielleicht von 10 bis 70%, das sind 60%, das sind 30 Kilowatt. Und ich sag mal 20 mal 30 Kilowatt wären 600 Kilowatt, die ich da vielleicht jetzt geladen habe. Das war es schon. Wie lade ich denn jetzt grundsätzlich? Also ich habe die Möglichkeit, zu Hause zu laden und nutze das auch. Es gab mal eine Zeit lang, gab es die Möglichkeit, da konnte ich, das war ganz am Anfang, konnte ich an hier einer Ladesäule, einer öffentlichen Ladesäule, ich zeige es euch mal ganz kurz, und zwar an dieser da vorne, also praktisch eine öffentliche Ladesäule, konnte ich laden, und zwar kostenlos. Da hat die Karte, die ich hatte, von Plug Surfing, hat funktioniert und da konnte ich dann kostenlos laden. Das ist nicht weit von meinem Zuhause jetzt hier weg. Das heißt, ich konnte da laden, habe das Auto abgestellt und habe das dann irgendwann mal nach ein paar Stunden wieder abgeholt. Wie schnell das Auto dann geladen hat, das ist ja maximal 11 kW, das konnte ich ja dann mehr oder weniger selber einstellen und auch selber entscheiden, wie ich das wollte. Und wie ich das Auto dann wieder abholen wollte. Dem Ganzen hat man aber jetzt vor einigen Monaten einen Riegel vorgeschoben und seitdem ist für mich auch Plug Surfing oder die Plug Surfing Karte gestorben, weil die Preise sind so stark angestiegen bei denen, dass es also, kann man vergessen. Ja, dann habe ich ab und zu beim Aldi eben geladen oder auch beim Kaufland, aber auch da muss ich ehrlich sagen, ist es jetzt für mich so, dass ich sage, das ist mir irgendwie lästig, ne? Du stehst dann da und wartest und so weiter. Auch das mache ich nicht mehr. Das ist also nur zufällig, wenn ich das vielleicht nochmal mache. Ansonsten habe ich eben das bequeme Laden zu Hause an der Steckdose und das mache ich jetzt zu 95%, kann man sagen, oder vielleicht sogar zu 99%, lade ich an der Steckdose zu Hause. Und das reicht, ja. Also ich habe normalerweise ein durchschnittliches Fahrpotenzial hier pro Tag von 50 Kilometern. Wenn man jetzt mal von 50 Kilometern ausgeht pro Tag, sind das 8 bis 10 Kilowattstunden, die ich an Energie benötige im Winter. Im Sommer ist es also noch mal deutlich weniger, da kommen wir vielleicht auf 6 Kilowattstunden bei 50 Kilometern. Jetzt reden wir mal von 8 bis 10 Kilowattstunden, lassen wir mal 10 Kilowattstunden sagen, worst case, die ich für 50 Kilometer benötige. Dann würde das bedeuten, wenn ich an der Steckdose mit 2 Kilowatt Leistung lade, bin ich in der Regel nach 5 Stunden, 5 mal 2 Kilowatt, bin ich nach 5 Stunden durch. Das heißt, wenn ich das Auto abends um 20 Uhr anklemme, dann bin ich wieder zur Abfahrt bereit um 1 Uhr in der Nacht. Ich kriege das gar nicht mit. Dann ist es im Prinzip schon wieder aufgeladen und schon wieder fertig. Ja, ich kann das euch ganz kurz zeigen. Ich bin jetzt heute Morgen schon 27 Kilometer gefahren, das waren 4 Kilowattstunden. Wenn man jetzt mal auf 54 Kilometer geht, wären das hier 8 Kilowattstunden. Wir haben ja gesagt, komm, wir nehmen jetzt mal die 10 Kilowattstunden, sind wir auf der sicheren Seite. Dann bin ich in 5 Stunden da durch. Hat folgende Vorteile, Leute. Erstens, an der Steckdose mit 2 Kilowatt zu laden, ist unglaublich gesund für den Akku. Ich lade den Akku immer nur bis, mittlerweile nur so bis 60%, das wisst ihr ja, ich lade immer bis 60% auf.
Und 10 Kilowattstunden betragen bei mir 20%. Das heißt, ich fahre den Akku am Tag von 60% auf 40% runter und gehe dann wieder an die Steckdose und lade wieder auf 60% hoch und bin dann wieder startklar. Das heißt, ich lade immer in den mittleren Bereich. Das sind zwei positive, sag ich mal, Merkmale für den Akku. Einmal im mittleren Bereich laden und einmal eben mit 2 Kilowatt laden. Das ist super gesund für den Akku. Ich habe mir auch überlegt, zu Hause eine Wallbox zu installieren, aber das lohnt sich für mich nicht. Auch da habe ich auf die Förderung jetzt erstmal verzichtet. Ich brauche es einfach nicht. Ja, falls das Gerät, was man hier bei Tesla mitbekommt, und das bekommen ja alle anderen Elektrofahrer ja auch mit, das ist ja, das nennt sich, glaube ich, bei Tesla UMC-Ladegerät. Wenn es falsch ist, schreibt es mir in die Beschreibung. Das ist halt ein Ladegerät, was man mitbekommt, so ein kleiner Kasten in den Videos. Vorher könnt ihr das sehen, da lade ich zu Hause an der Steckdose. Das bekommt man mit und damit kann man wunderschön laden. Wenn natürlich jetzt jemand, ich sag mal, keine Steckdose zur Verfügung hat zu Hause, dann muss er halt an so eine Ladesäule da dran gehen, die ich jetzt gerade gezeigt habe, an öffentlichen Ladestationen und Punkten und muss dann da eben bezahlen. Da braucht er Karten und ich würde euch jetzt zwei Karten zeigen, mit denen ich sehr gut zurechtkomme. Ja, wenn ich sie überhaupt mal brauche, ich brauche die ja nicht. Das hat in Südtirol und Italien hat das super funktioniert und die sind sehr, von der Akzeptanz her, sehr hoch anzusehen, diese beiden Karten. Und von den Preisen ist das auch in Ordnung. Das ist einmal die Maingau-Karte, ich zeige sie euch jetzt gleich, und einmal eine ENBW-Karte. Ich bin jetzt bei beiden Kunden, einmal als Gaskunde bei Maingau und ENBW-Kunde beim Strom. Und ich zeige sie euch kurz. Das sind die beiden Karten. Hoppla, Entschuldigung. Das sind die beiden Karten, die ich mir jetzt praktisch bestellt habe. Einmal einfach Stromladen, Maingau. Und hier ENBW, diese Karte. Wenn man Kunde ist, dann ist es so, dass man im Prinzip die gleichen Preise hat wie zu Hause auch. Man bezahlt dann so 25, 27 Cent. Und wenn man schnell lädt, dann ist es so ein bisschen über 30 Cent oder so. Vollkommen also akzeptabel. Das wären die gleichen Preise wie bei Tesla auch. Wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, kein Kunde ist, dann ist es ein bisschen teurer. Ich glaube, dann kostet es 30 Cent, also das langsame Laden, AC-Laden oder schnelle Laden kostet dann 40 Cent. Aber wie gesagt, mit diesen Karten kommt man sehr gut zurecht, auf ganz Deutschland bezogen. Ja, es gibt noch ein Kaufhaus tatsächlich, da funktioniert auch noch eine dieser Karten, da kann ich dann umsonst laden. Man bezahlt halt die Kaufparkgebühr und drin kann man noch kostenlos laden. Aber das wird wahrscheinlich auch bald irgendwann dann gestorben sein und dann ist es halt so. Wie gesagt, mittlerweile ist es auch wirklich so, ich parke auch in der Stadt, parke ich da, wo ich parke und gut ist. Und wenn ich dann nach Hause komme, dann hänge ich mich halt an die Steckdose. Also ich verhalte mich mittlerweile eigentlich genauso wieder wie bei einem ganz normalen Verbrennerauto auch. Das ist kein Unterschied. Wenn jemand, wie gesagt, keine Steckdose hat, dann muss er an so öffentliche Ladestationen. Der muss vielleicht dann etwas mehr laden als ich, vielleicht auf 80%. Und dann hängt er sich alle zwei Tage dann mal irgendwo dran für einen gewissen Zeitraum und muss dann natürlich vielleicht einen Fußmarsch in Kauf nehmen. Das kann sein. Er muss vielleicht irgendwo hingehen und wieder zurückgehen. Das kann sein, ja. Das ist halt vielleicht unter Umständen dann mal so. Okay. Oder er verbindet das mit einem Kaufhaus oder Kaufparkhausaufenthalt oder Stadtaufenthalt. Da muss man halt gucken. Aber normalerweise bewegt man sich immer in gewissen gewohnten Umgebungen, wo man einkaufen geht, wo man sich am Wochenende bewegt und man bekommt dann sehr schnell raus, wo praktisch seine Ladepunkte sind und wie sein eigenes Ladeverhalten sich dann aufbaut und verhält. So würde ich das mal sagen. Also war es zumindest bei mir. Also findet man dann sehr schnell. Selbst wenn ich jetzt nach Köln fahre, ist es so, dass ich auch da die Schnelllader nicht nutze, weil ich fahre ja dann praktisch nach Köln einfach durch. Zum Beispiel hier von Darmstadt nach Köln sind 200 Kilometer. Die fahre ich einfach durch und da gehe ich auch wieder ins Parkhaus. Also Schnelllader brauche ich letztlich nicht. Die werde ich dann vielleicht mal wieder brauchen, wenn man mal wieder in Urlaub fährt. Aber ansonsten benutzt man die gar nicht. Das heißt, die ganzen Referral-Codes, also vielen Dank nochmal dafür, dass ihr die benutzt habt. Und das ist auch sehr wichtig, wenn man sich so ein Auto kauft, sagen wir mal zumindest hier ein Tesla, bei anderen Autos ist das ja nicht so.
bekommt man ja Freikilometer, aber ich werde wahrscheinlich die meisten Freikilometer wahrscheinlich zeitlich wieder verlieren, weil ich die gar nicht benutzen kann. Aber trotzdem nochmal vielen Dank dafür, dass ihr sie benutzt, und ich würde mich auch freuen, wenn ihr weiterhin über mich zum Beispiel ein Auto mal bestellen würdet oder so. Aber wahrscheinlich werde ich die gar nicht komplett benutzen können, weil die zeitlich dann halt verfallen. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Was könnte vielleicht sonst noch wichtig sein? Ja, das Ladeverhalten ist ähnlich wie beim Handy. Auch da achte ich immer darauf, dass ich mich im mittleren Bereich befinde. 70, 60, 40, 30%. Und dann lade ich lieber wieder immer so kleine Hübe auf. Anstatt voll zu laden und ganz leer, versuche ich immer im mittleren Bereich zu bleiben. Gut, ein, zwei Mal im Jahr soll man den Akku dann eben kalibrieren. Mal auf 100% und bis auf 0 runterfahren. Kann man auch machen, das ist okay. Damit wieder das Batteriemanagement weiß, wo es oben und unten. Kann man machen. Mache ich auch. Das ist auch in Ordnung. Ansonsten ist es wirklich relativ einfach und problemlos. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, nee. Normalerweise nicht. Ich glaube, das war es eigentlich an dieser Stelle. Wenn noch Fragen sein sollten von euch, könnt ihr das gerne unten in den Kommentaren, oder ihr könnt mich einfach hier anfunken und fragen, wenn noch Fragen sind. Und ja. Das war es dann eigentlich an dieser Stelle. Ich glaube, ich habe nichts mehr, hab da nichts hinzuzufügen. Ist also eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Ja, ich hatte ja erwähnt, dass ich, ich habe die falsche Brille an. Ich hatte ja erwähnt, dass ich hier an der Ladesäule kostenlos laden konnte, eine Zeit lang, mit der Plugsurfing-Karte, die ich jetzt weggemacht habe, die ist zu teuer. Und das ist ganz interessant, wenn man in die App Charge Price geht und schaut da mal nach, da findet man tatsächlich einmal an dieser Ladesäule und bestimmt auch in ganz Deutschland an verschiedensten Orten und Städten und so, findet man komischerweise immer wieder dann doch Ladekarten, wo das Laden dann umsonst ist. Ich habe also praktisch mal nachgeschaut und finde tatsächlich hier eine Karte, wo ich praktisch umsonst hier weiter laden könnte. Das Problem ist allerdings, und das habe ich festgestellt, diese Karte müsste ich mir in Neuss besorgen. Und in Neuss, da wohne ich halt mal nicht. Jetzt habe ich da angerufen und habe gesagt, hör mal, ich möchte gerne die Karte haben. Könnt ihr mir die bitte zuschicken? Habe ich es einfach mal angefragt. Das wäre natürlich klasse, wenn ich die kriegen würde, könnte ich natürlich jetzt hier umsonst laden. Und dann kam aber direkt als Antwort, und das ist mir jetzt schon ein paar Mal so gegangen, auch woanders, man bekommt die Karte nicht. Ich muss das ganz mal kurz mal reinnehmen, weil es sind ein paar Leute. Man bekommt die Karte nicht, und zwar deswegen nicht, weil es so ist, dass eben die dann sagen, wohnst du hier in Neuss? Genau, das war so meistens. Wohnst du hier in Neuss? Wie ist dein Ladeverhalten? Bist du meistens hier in Neuss? Und bist du vielleicht auch Kunde von unserem Energielieferanten? Und so, und da sage ich natürlich, nee, ich wohne nicht in Neuss, ich lade nicht in Neuss und ich habe auch keinen Energielieferanten in Neuss. Ja, dann kriegst du unsere Karte nicht. Okay, dann ist es halt gestorben. Also es geht dann meistens nicht. Jetzt müsste ich vielleicht einen Freund dann haben, der in Neuss wohnt, oder also der mir die Karte besorgen könnte. Dann könnte ich wahrscheinlich hier laden, wie gesagt, umsonst. Aber wenn die dann irgendwann merken, hör mal, der lädt hier ständig hier umsonst oder so, würden sie wahrscheinlich die Karte irgendwann wieder wegnehmen. Ich meine, darum geht es auch gar nicht. Wie gesagt, das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber es ist so möglich, das gibt es wohl, ne? Habe ich gesehen. Aber man kommt halt an die Karten nicht ran dann irgendwie. Oder vielleicht ganz pfiffige unter euch würden es vielleicht dann doch schaffen. Ich habe mich jetzt da nicht reingehangen und will das auch nicht. Ich lade halt ja zu Hause an der Steckdose, wie gesagt. Schönes Wochenende noch. Liebe Grüße, der Jörg hier aus Darmstadt. Tschüss.